Wikisana, die neue Plattform. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Fachgespräch Colloquium Spirit. Herzlich willkommen in die Runde. Schön, dass ihr euch wieder die Zeit genommen habt, da seid und wir natürlich über dieses wichtige Thema, was in aller Munde ist, dieses Wassermann-Zeitalter. Da bist du natürlich, Silke, unsere erste Ansprechpartnerin, weil du einfach schon vielen Menschen ja darüber berichtet hast, Aufklärungsarbeit geleistet hast als Profi-Astrologin. Und ich freue mich natürlich von dir heute zu hören, was bedeutet Wassermann-Zeitalter? Was passiert da gerade? Danke für das spannende Thema. Ja. Ich weiß nicht, ob es in aller Munde ist, aber es ist sicherlich falsch in aller Munde, weil wir sprechen oftmals vom Wassermann-Zeitalter. Aber wenn wir von Zeitaltern sprechen, sprechen wir von ganz großen Zusammenhängen. Und es kommt da sehr auf die Perspektive an. Schaue ich über den tropischen Tierkreis, schaue ich über den siderischen Tierkreis, schaue ich in der vedischen Astrologie oder schaue ich wie Rudolf Steiner. Und da gibt es ganz verschiedene Ansätze, wann, also rein vom Verstand, wann dieses Wassermann-Zeitalter beginnen sollte. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir das Wording ändern, also die Aussprache. Ich frage mich nämlich, wenn wir von Zeitalter sprechen, es geht hier um Zeiträume von 2160 Jahren. So über den Daumen. Ist uns das überhaupt bewusst? Ich meine, in der Politik schauen Sie vielleicht nur 4 Jahre nach vorne, ja, und danach mit der Sintflut. Und wir wollen von Zeitaltern sprechen. Ich werfe das einfach mal in den Raum, weil das ist wichtig, dass wir uns nicht in irgendeiner Modeerscheinung jetzt versuchen zu diskutieren, die jetzt so nicht groß greifbar ist. Ich habe mir das nochmal aufgeschrieben extra, die Ekliptik in der siderischen Betrachtung betrachtet die Sternbilder und nicht das Sternzeichen. Und bei uns im tropischen Tierkreis sprechen wir von den sogenannten Tierkreiszeichen, die Sternzeichen. Aber in der Ekliptik sind die Bilder unglaublich unterschiedlich groß, in der, nun mal in der Ausrichtung. Das heißt, das Sternbild Fische hat eine Ausdehnung von 37 Grad, das Sternbild Widder hat von 24 Grad nur eine Ausdehnung. Und nach der siderischen Philosophie wird das Wassermann-Zeitalter erst im Jahre 2600 beginnen. Wir sind jetzt 2023, genau. In der vedischen Astrologie wird es erst im Jahre 2442 beginnen und Rudolf Steiner spricht vom Jahr 3573. Also ich wollte die Zahlen einfach nur mal hier reinwerfen, weil wir sprechen von großen Zyklen, wo ich bin nicht bewusst, nicht sicher bin, ob das als Grundlage so richtig ist. Aber was wir besprechen können, ist die Wassermann-Zeit. Und ihr wisst alle, 1968, da gab es dieses Musical Hair, Aquarius. Und die sprachen damals ja schon davon, von dieser neuen Aufbruchstimmung. Und wenn wir uns auf das einigen können, heute verständigen können, dass wir von der Wassermann-Energie oder Epoche sprechen, aber nicht vom Zeitalter. Weil dann müssen wir wirklich in große Zeitalter gehen und das höre ich in der öffentlichen Diskussion nicht. Wer spricht noch vom Stierzeitalter, damals vor 10.000 Jahren, als wir sesshaft wurden? Wer spricht von der Bronzezeit? Wer spricht von, sondern in unserem Alltag, dort, wo es lebbar wird, und das ist auch mein Ansatz in der Astrologie, es muss lebbar sein, dass wir jetzt hier konkret über das sprechen, was greifbar ist. Und deswegen Wassermann-Zeit. Dadurch, dass jetzt der Pluto, das Thema der großen Verwandlung, für 20 Jahre in das Wassermann-Zeichen hineinkommt, aus tropischer Sicht, tropischer Tierkreis, haben wir eine Bewusstseinsentwicklung, die wir sehen können, die wir beobachten können in der Menschheit. Und das ist unter anderem das Thema der geistigen Freiheit, das Thema des großen Wir, des Miteinanders, nicht mehr des Gegeneinanders. Also wir sprechen hier von Kooperationen und nicht mehr von Konkurrenz. Wir sprechen von energetischer Medizin, wir haben darüber auch schon gesprochen. Wir sprechen von ganz vielen unsichtbaren Feldern aus dem Geiste, die sich materialisieren wollen. Und das ist etwas, was ich jetzt für die nächsten 20 Jahre materialisieren möchte durch uns. Also das nur kurz vorab. Schön, danke. Daryl, in den indigenen Völkern oder gerade bei deinen Spirits und auch bei deinen Begegnungen spricht man ja jetzt auch von einer besonderen Zeit. Was wird da vermittelt? Wir werden diese Begriffe nicht benutzen,
von den Lippen Apachen im Südwesten bis hin zu in Mexiko, Guatemala mit der Maya, Kichakichakel, Indianer, die eine Reihe von Kalendern haben, Zyklen sprechen, die sehr, sehr detailliert sind, bis hin zu Prophezeiungen, Trackern, die gesehen haben, was passiert auch in tausenden Jahren in der Vergangenheit und was für mögliche Zukunft gibt es in der Zukunft. Ja? Die sehen das dann als eine große Wandlung, auf jeden Fall. So diese Wandlung ist etwas, was einzigartig ist. Es ist nicht, dass es einfach jede 10 Jahre passiert oder. Es ist gekoppelt mit Warnungen, weil das wird sehr, sehr turbulent. Und vielleicht reden wir auch ein bisschen über diese Prophezeiungen, aber auf jeden Fall, diese turbulente Zeit bringt in sich viele, viele Möglichkeiten. Hoffnung auch, aber auch für Schmerz. Ja. Inwiefern spielt das auch in der Medizin eine Rolle? Siehst du da auch einen Wandel oder gerade auch, wir hatten ja auch schon mal ein Interview, dass du dich auch nochmal in ganz neuen Ebenen fortbildest, was ja für eine klassische Schulmedizinerin eigentlich nicht vorgesehen war aus der alten Struktur. Also ich bin ja ein Wassermann und ich erkenne mich einfach nur wieder auch in dem, was Silke sagt. Also ich war immer schon jemand, der vernetzt hat, der wollte, dass man zusammenarbeitet, der die Leute gelenkt hat. Und ich habe immer nie verstanden auch, dass der eine dem anderen irgendwie den Ellbogen reingeschoben hat oder sein Netzwerk nicht teilen wollte. Gerade jetzt erlebe ich es hier bei mir oben auf dem Berg, aber auch in unserem Tal. Und dann, wenn man so weitergeht in den Städten hier drumherum, dass sich die Menschen vernetzen. Genau das. Hm. Und der Patient kommt wieder mit einer neuen Botschaft. Und das musst du machen, hier musst du machen. Kennen Sie den schon? Also es dehnt sich aus. Und ich glaube, das ist so Beginn dieser Zeit, dass die Menschen sich auch öffnen und ihr Wissen weitergeben wollen. Die vielen Online-Kongresse, die jetzt möglich sind. Mhm. Ne? Oder wir, früher haben wir hier zu zweit gesessen, jetzt sitzen wir hier zu viert. Wie schön. Ne? Also, und das ist was, wo ich natürlich als Wassermann, die das eh schon immer in Blut hatte, wo ich jetzt auflebe, weil ich mich hier entfalten darf. Ja, das ist schön. Mhm. Es ist genau das, was du sagst, der Wandel, auch wie du das ansprichst, der ist ja überall spürbar. Mhm. Und wir müssen diesen Begriff Zeitalter, glaube ich, nicht verwenden. Wir können es ganz genau jetzt unter uns Profis definieren. Und der Übergang ist, wir sagen, wenn es um Zeitalter geht, im Zeitraum von über 2000 Jahren, sind die Übergänge 500 Jahre, so eine Transition. Das geht ja nicht über Nacht. Und das geht ja nicht einfach nur mit einem Ereignis, sondern das sind Jahre, ja, das sind mehrere Generationen, wie diese Zeitalterschwingung immer mehr hereinkommt. Aber wenn wir die kleineren, erdbezogenen Themen nehmen, dann ist das ganz genau, was du sagst, das Thema der Vernetzung und des Miteinander-Zusammenkommens im höheren Wir, das ist die ganz, ganz große Ansage. Und diese Wassermann-Frequenzen drücken sich in allen von uns aus. Und wenn man auch noch im Zeichen Wassermann geboren ist, wie du, bekommt man automatisch auch noch eine größere Affinität zu der Öffnung des Geistes, was der Durchschnittsbürger noch gar nicht auf dem Bildschirm hat. Und deswegen kann es mit viel Leid einhergehen, mit viel Schmerz einhergehen, weil wir müssen uns von alten Gewohnheiten trennen. Ja. Und ein ganz wichtiger Aspekt in dieser neuen Phase, die jetzt in diesen 20er Jahren, 2020, also diesen Jahrzehnt anfängt sehr stark, ist das Thema der Zeit. Zeit und Raum werden überschritten. Wir kennen das bereits aus den Dimensionen. Wir sind unterdessen, seitdem wir online arbeiten können, auch mit unseren Laptops nicht mehr gebunden an einen Arbeitsort. Wir sind schon mal ortsunabhängig. Das ist eine Form von Dimensionverschiebung. Und wir sind zeitunabhängig, weil wir können rund um die Uhr von irgendwo miteinander interagieren. Ja, und früher mussten wir noch vielleicht 8 Uhr oder 8:30 morgens dann pünktlich im Büro sein, müssen wir heute vielleicht auch noch, aber wir haben ganz andere Möglichkeiten. Und das Vernetztsein und das Thema der Zeit, das ist was ganz Spannendes, was in alle Bereiche hineingeht, was sicherlich auch, was schön wäre, das heute mal zu diskutieren.
Weil wenn Zeit sich auflöst, was ist das eigentlich? Die Vernetzungen passieren ja nicht nur im Außen, sondern die Vernetzungen sind, ich nenne es immer das Inner Net, hier innen drin, unsere Synapsen, ja, fangen an, schneller zu feuern. Und je mehr die Synapsen anfangen, sich zu vernetzen in uns, als Spiegel des schneller werdenden Bewusstseins, der Frequenzen, desto anders wird unser Zeitgefühl. Weil wir werden langsam immer mehr fähig, intuitiver wahrzunehmen. Viele können das schon, auch in den Traditionen der Naturvölker sowieso, aber jetzt geht es in die Masse hinein. Und dieses intuitive Wahrnehmen, schneller etwas erkennen, weil meine Synapsen anfangen, schneller zu feuern. Also meines Erachtens ist es nicht die Zeit selbst, die schneller wird, sondern es wird unsere Fähigkeit wird schneller, dass wir innerhalb kürzerer Zeitelemente etwas erfassen können, was wir vorher nicht konnten. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Wir werden schneller. Und dadurch können wir ganz anders interagieren, haben wir ganz andere Ideen, die hereinkommen, die uns plötzlich bewusst sind. Und dass dieses Plötzliche auch damit zu tun hat, dass wir uns erkennen als eine Individualität in den Vielen. Und das ist der Wassermann-Gedanke, den Sie damals bei Hair auch schon gesungen haben. Ja, wir miteinander revolutionieren die Welt in Liebe. Und es ist dieses Wir-Bewusstsein, dass wir miteinander die Weisheit der Vielen immer mehr nutzen werden und diese Schranken, die unser Verstand setzt und ausgrenzt nach Hautfarbe, nach Religion, nach Aussehen, nach Herkunft, nach Geld, nach Status, das sind alles Themen, die fallen weg im Laufe dieser Entwicklung, die jetzt beginnt. Ist das nicht fantastisch? Mhm. Und wir sind diejenigen, die diesen Übergang jetzt gestalten. Aber Pionieren. Pioniere, genau, ja, Pioniere. Ja. Und diesen Mut auch aufbringen dürfen, etwas aus dem Geiste heraus zu manifestieren, was es noch gar nicht gab. Deswegen wird diese Zeit jetzt auch sehr stark geprägt durch Erfindungen. Und zwar in allen Bereichen, insbesondere natürlich auch in der Medizin. Ja. Mhm. Eben, der Zugang zu Intuition, Kreativität steigert. Mein Mentor, einer von meinen Mentoren, Tom Brown Jr., merkt in den letzten 40 Jahren bei seinen Schülern auch, wie schnell die Schüler und Studenten die spirituelle Fertigkeiten erlernen können im Vergleich zu wie er das gemacht hat als Kind vor 50, 60 Jahren, oder? So, es beschleunigt sich in dem Sinn mit der Schattenseite, dass es sehr, sehr viele Ablenkungen geben kann, indem Static, sehr viel Static-Geräusche. Ja? Und so in dieser Zeit, wo so viel passiert, meine Ältesten sagen, ist es immer wichtiger zu erden, in der Natur zu ankern, zu finden, ja, in größeren Systemen auch. Im guten Sinn für diese Systeme auch. Es ist nicht, dass wir nur nehmen, sondern wir geben was zurück in diese Systeme, aber wir sind mit hinein bezogen und es darf geerdet sein, diese Umwandlung, oder? Muss, oder? Ja, weil wenn der Geist sich nicht materialisiert in der dichtesten Form, dann ist das ein Fake. dann passiert nichts. Aber die Umwandlung der ganzen Gesellschaft, der ganzen Menschheit, der ganzen Evolution durch diesen gigantischen, wirklich gigantische Welle, die jetzt losgeht, hat immer mit Erdung zu tun. Ja. Ja. Und das ist ganz wichtig. Also toll auch, wie du das, auch deine Expertise und dein Bewusstsein in die Welt bringst, dass den Menschen bewusst wird. Wir sind ja nicht nur jetzt Europäer, wir sind also Weltbürger. Ja, ja. Ja. Und ja, vor allen Dingen, welche Rolle die Mutter Erde wirklich für uns spielt. Das wäre, wenn ich nochmal schön, wenn du das einfach auch beschreibst, dieses Zusammenspiel. Was bekommen wir, was dürfen wir aber auch zurückgeben? Ja, und es ist eine Shift weg von einer egozentrischen Perspektive, das Ich-Mentalität, zu einer Wir-Sphäre, einer Wir-Perspektive und einem ökozentrischen Perspektive. Ja? Wo es entsteht. Es ist nicht nur, dass die Menschen in dieser Zeitalter durchkommen. Die ganze Erde ist in dieser Umwandlung.
Und wir sehen, was die Wissenschaftler uns jetzt erzählen, in 69% der Biodiversität, der Vielfalt der Spezies von Pflanzen und Tieren auf der Erde ist ausgestorben, hat sich verschwunden in den letzten 50 Jahren allein. Es tut massiv etwas auf der Erde jetzt. Ja, wir stecken mittendrin. Und was Wissenschaftler nennen, die sechste Ausrottung der Erde. Also das klingt ganz schön krass irgendwie. Ja. Aber nicht den Kopf in den Sand zu stecken und dann, okay, jetzt mache ich mein eigenes Ding. Sondern Moment, auf eine aus globale Bürger. Es passiert globale Prozesse, es trifft uns alle jetzt. Ja. Und ich finde auch, so wie Silke das schön geschrieben hat, oder du auch jetzt, nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Diese Zeit jetzt ist auch geprägt von, wir lassen uns nicht mehr beeinflussen von dem, was uns gesagt wird. Wir tauchen nicht in die Angst ein. Wir verbinden uns und gehen auf die nächsthöhere Stufe. Und wir wissen, dass es dieses Chaos jetzt dazugehört, dass dann die Ordnung geschehen darf. Und wir schaffen das gemeinsam. Ja. Und das merke ich jetzt immer mehr, dass viel weniger Menschen sich noch mit diesen Themen beschäftigen, sondern eher sich mit Bewusstseinsfragen auseinandersetzen oder sich mit der Erde verbinden, um wirklich so barfuß den Boden unter den Füßen zu spüren. Das ist so ganz extrem, dass diese Wassermannzeit uns aus der Angst holt. Weil mehr Licht reinfließt. Mhm. Es ist ja immer eine Frage des Bewusstseins. Ich schaue immer vom Bewusstsein her. Und was sich dann daraus ergibt in den Formen, das ist das, was wir sehen. Das Bewusstsein also setzt sozusagen neue Ursachen. Und das sehen wir in der Astrologie mit diesen ganzen Zusammenhängen da draußen, die uns hier auf unserem kleinen, hübschen Planeten, blauen Planeten beeinflussen. Und dieses Bewusstsein dehnt sich aus, indem wir erkennen, ja, wir sind viele. Wir sind viele. Und das hat erst, das gibt es ja erst seit 30 Jahren. Das Internet ist ja noch gar nicht so alt, das ist noch ganz jung. In den 90ern fing das überhaupt erst an. Und dieses Bewusstsein, dass wir plötzlich rund um die Welt kommunizieren können, im Jetzt-Moment. Ja, da haben wir das Thema Zeit auch bereits schon überschritten. Ja, ich weiß noch früher, von Australien habe ich noch Briefe geschrieben, als ich dort in Ferien war. Ja, bis die dann ankamen, das ging noch ewig. Oder 10 Tage mit dem Schiff bis nach New York von Hamburg aus. Das macht man heute so, oder? Und dieses Bewusstsein der Vernetzung und dass wir viele sind und dass wir uns plötzlich sehen, das ist ja auch durch die Bildebene mit dem Internet überhaupt erst möglich geworden, im Netz, dass wir uns sehen auf der ganzen Erde, dass wir auch von außen schauen können. Das ist Teil dieses sogenannten Erwachens. Und das ist etwas, was jetzt überschwappt in immer mehr ältere Menschen. Und die jüngeren Menschen, die bringen dieses Bewusstsein sowieso schon mit. Also da gibt es noch, das ist ein ganz anderes Thema, dass dort Weltbilder zusammenkommen, dass die jungen Menschen, vor allem alt oder jung sind wie das Internet, die diese Energie mitnehmen, in sich bereits verkörpern, des Ganzen, des Ganzheitlichen und der Vielen. Und da haben wir auch Reibungsflächen natürlich. Wenn du von Schmerz sprichst, man muss gewisse Sachen dann loslassen. Wir können die kleinen oder die jungen Menschen nicht mehr in unserem alten 3D-Denken steuern, wie wir das wollen, sondern da kommt eine ganz andere Bewusstheit durch. Und das ist dieses Miteinander, das Kooperierende. Ja. Und das Schöne daran ist, es beinhaltet unglaublich viel Kreativität. Wenn plötzlich aus dem Geiste, der sich weitet und wir das erfassen können, was vielleicht auch Angst machen kann, aber wenn wir uns erkennen als eine von vielen, ja, was manchem Ego dann nicht so Spaß macht, ja, weil man dann vielleicht jemand sein will, aber wenn man sich erkennt, Moment mal, wir sind viele, das ist so entlastend und so schön und das bringt so viel Kreativität mit sich, weil du weißt etwas, ich weiß etwas und miteinander kreieren wir etwas, aus der Gemeinschaft heraus. Und das ist das, was jetzt neu hereinkommt und alle Strukturen verändern wird. Das ist dort, wo man so am alten Zustand, so top-down vor allem, diese top-down-Strukturen, die da oben sagen uns da unten, was wir zu tun haben, das hat 6000 Jahre lang funktioniert. Ja, wir nennen das auch Leistungsgesellschaft. Das ist auch irre. Durch Leistung. Aber wir sind ja auch als menschliche Wesen da, um in Bewegung zu gehen. Aber wir haben das immer gemessen an höher, schneller, weiter. Und hier ein Pokal und da noch ein Bonus und da noch ein, eine,
ein Supplement. Und das wird weniger wichtig. Die Form, ob ich jetzt etwas gewinne, ob ich den ersten Platz habe, ob ich jetzt so und so viel von den vielen abschöpfe, was für mich da ist, das wird weniger wichtig. Und bei den jungen Menschen ist es überhaupt gar kein Thema mehr. Die wollen kreativ sein. Vor allem, die wollen mehr Zeit für sich. Ja. Das ändert sich auch. Die Menschen wollen nicht mehr nur leisten. Die Menschen brauchen jetzt ganz, ganz viel Freiraum, auch am Tag für sich, um vielleicht genau diesen Dingen nachzugehen. Ne? Und da muss auch ein Umdenken stattfinden in den einzelnen Unternehmen. Das wird es nach sich ziehen. Ja, ja, Daryl, du hast ja gesagt, auch es kommen Herausforderungen auf uns zu. Mir fällt da auch die Thematik ein. Wir haben ja diese Ahrntal-Geschichte in Deutschland gehabt, wo wirklich diese Flut kam. Und wenn ich mit den Menschen mich dort unterhalten habe, die haben gesagt, es war faszinierend, wie wir miteinander gearbeitet haben. Mhm. Es kam keine Hilfe von außen, also wir wurden gezwungen, wieder miteinander uns zu vernetzen. Und es war egal, was wer für einen Bildungsstandard hat, wer woher kommt. Da hat einfach der Professor mit dem Busfahrer einfach gearbeitet. Und was auch so schön war, dass die gesagt haben, du glaubst es nicht, ich stehe an hier und sag, hat jemand dieses Gerät? Ja, klar, habe ich dir in 2 Minuten da. Es war bei so vielen Menschen so viel in Synchronizität. Super. Ob das ein Schraubenzieher war oder ein Lüftungsgerät, wo ich gedacht habe, das hat eigentlich alles gespiegelt, oder? Wunderbar, ganz ein schönes Beispiel. Mhm. Das Miteinander. Eben jeder hat etwas, jeder kann etwas und das ist unabhängig von meinem Status. Und es kommt niemand mehr von außen, der einen rettet. Ja. Ich glaube, das ist auch die größte Prüfung für uns, dass wir nicht mehr einer Obrigkeit warten müssen, bis die uns sagt, was wir zu tun haben. Dort kam niemand. Es durften auch keine Helfer rein, aus irgendwelchen Gründen. Ja, das ist der Wechsel jetzt. Und diese Obrigkeit spiegelt unser inneres Ego. Ja, wir sind ja unserer eigenen inneren Obrigkeit sehr, sehr hörig gewesen all diese Jahrtausende. Und jetzt in diese Lichtfrequenz hineinzukommen, zu erkennen, dass wir nicht Ego sind, sondern wir sind Seele. Ja, wir sind Seele und das Ego können wir führen zum Ausführen dessen, was die Seele plant, ja, oder was die Seele im Sinn hat. Und wenn dann so in diesem neuen Zeitgeist, wir können ja vom Zeitgeist sprechen, von diesem neuen Zeitgeist die Menschen sich als Seele, als Licht erkennen und dann eben auch das Herz dazu kommt und öffnet und dann merkt man plötzlich in der Wir-Gemeinschaft, Schraubenzieher, ja, hab ich, ja. Ich meine, das ist nichts Neues. Es passiert jetzt nur in der Masse. Und das ist das Fantastische, das ist das Gigantische, weil daraus sich vollkommen neue Weltbilder jetzt entwickeln werden. Und leider braucht es dazu dann immer wieder mal so Katastrophen. Hm. Und die Naturkatastrophen werden zunehmen. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Hm. Mutter Erde wandelt sich ja auch. Und dass wir jetzt gigantische Überschwemmungen zum Beispiel in den Wüsten haben, das ist ja, ich weiß nicht, ob das schon mal da war, jemals da war. Der Wandel ist so stark, dass wir lernen, miteinander zusammenzukommen, zusammenzuarbeiten, nicht nur in einer Katastrophe, sondern immer. Mhm. Wie ist das so mit Planet Erde aus deiner Sicht? Ändert Mutter Gaia, Mama Gaia sich auch? Komplett, das ist eine Evolution der Bewusstsein der Erde. Mit Unterstützung anderer Planeten, anderer Universen im Kosmos, da ist eine Vernetzung hier auch. Und dieser Wachstumsprozess, dieser neue Geburtsprozess von Entfaltung ist wackelig. Das sind Geburtswehen. Ja? Und dadurch kommt etwas wirklich Wunderbares. Ja? Du redest so schön eben vom durch die Not Leute zusammenkommen, Synchronizitäten finden statt. Und bei den Hobby-Prophezeiungen, die 500 Jahre alt sind und sehr genau sind, die reden jetzt von dieser Zeit, von einer Spaltung der Menschen und wo eine abhängige Technologie, die gegen die Natur ist, kommt zu einem Halt. Und eine Weiterentwicklung durch die Kreativität, durch den Zusammenhalt von Menschen, die im Einklang mit Erdrhythmen führen weiter friedvoll. So ist es eine Aufbrechen von komplett anderen Strukturen gerade. Mhm. Ja? Und das ist die Zeit, wo Herzenskreise sich bilden. Es gab noch nie so viel Heiler auf der Erde wie jetzt. Mhm.
Und dieser Herzenskreis, das heißt nicht, dass wir dasselbe Status haben, Beruf haben, Sprache haben, gar nicht. Aber die Herz verbindet und diese Kreise von Unterstützung entstehen durch diese Umwandlung, durch den Bedarf, der Not auch. Das, was du eben gesagt hast, finde ich sehr schön. Oder die Technologien, die gegen die Erde arbeiten. Dann ist es ja genau das. Wir werden bestrahlt. Das Wetter wird manipuliert. Die Überschwemmungen, sind die von der Erde gemacht oder sind die Menschen gemacht? Und das, was du gesagt hast, das finde ich so schön, weil ich persönlich glaube, am Ende wird die Erde siegen. Und wir alle dürfen in dieser Zeit dazu beitragen. Und wie viele, du hast es vorhin im Zwischengespräch gesagt, mit deinen Trommeln kannst du das Wetter manipulieren. Nicht manipulieren, zusammen tanzen mit denen. Okay. So, dass ein Austausch startet. Und das finde ich aber auch diesen wunderschönen Beweis, den wir jetzt auch bekommen. Auch Menschen, die jetzt sich mit diesem Thema Bewusstsein gar nicht auseinandergesetzt haben, großartig, dass du auf einmal auf einem Platz stehst, ob das jetzt ein Ritual ist oder eine Meditation, machst du ja auch immer ganz große, oder eine Demo, wo man in die Herzenergie geht und die Menschen schauen in den Himmel und es entsteht ein blauer Kreis. Und du kriegst so den Beweis, Mutter Erde oder die Natur ist noch für uns. Und reagiert auf uns auch. Und es gibt ja auch wieder diese eigene Kraft, wieder an sich selber zu glauben, dass wir eben in der Lage sind, das Außen zu kreieren, was uns ja abtrainiert wurde. Ja, Mutter Erde, wie du sagst, siegt am Schluss. Also Mutter Erde darf man ja auch nicht vergessen, 4,6 Milliarden Jahre ist ja schon da. Und wir Menschen sind ja vor 200.000, 300.000 Jahren waren die ersten Fußabdrücke sichtbar, die ersten Höhlenmalerei. Wir sind ja Babys im Universum und denken, uns gehört das Ganze. Wir sind die Erhabenen über das Universum. Und das verändert sich. Ja. Also Mutter Erde. Der Quantenphysiker Hans-Peter Dürch, zitiere ihn immer gerne, leider unterdessen verstorben, hat immer gesagt, die Erde kann ohne den Menschen sein, aber der Mensch kann nicht ohne die Erde sein. Und das Thema der Technologien, was du angesprochen hast, ist ein ganz großer, wichtiger Baustein in dieser neuen Zeit, in dieser neuen Zeitqualität des Wassermännischen, speziell jetzt diese Jahre bis 2044, also die nächsten Jahrzehnte, weil die technologischen Möglichkeiten sind eine Spiegelform dieser wassermännischen Energie, um das Geistige auszudrücken. Und da kommt es sehr darauf an, wie gehen wir damit um? Gehe ich damit manipulierend um, weil die Kräfte gibt es auch. Und das ist etwas, das darf man nicht unterschätzen, wenn wir von dem höheren Wir sprechen. Das Wir gibt es auch auf der dunklen Seite. Ja, die sind dann auch im Dunkel und versuchen höchstwahrscheinlich auch über die technologischen Möglichkeiten Menschen zu manipulieren, wie das immer schon war. Nur es ändert sich jetzt etwas. Wie du sagst, plötzlich spüren wir uns im Herzen und helfen uns gegenseitig und erkennen, und das ist das Erwachen in diese Wassermann-Qualität hinein, dass wir miteinander viel mehr bewirken können, weil wir nicht mehr abhängig sein müssen, wollen von dem da oben, die uns versklaven wollen oder etwas sagen wollen, was wir zu tun hätten. Das ist so dieser Erwachungsprozess. Das geht da nicht nur um Selbstermächtigung. Das ist noch ganz was anderes jetzt. Das ist dieses Wir-Bewusstsein. Und dass wir in Liebe beispielsweise spazieren gehen können. Das ist ja auch so ein Phänomen, dass unter der Mikrobenkrise die Leute anfingen, einfach spazieren zu gehen, als ein Signal, ja, fast ein politisches, aber war es ja nicht, als ein Signal zu sagen, wir gehen einfach miteinander spazieren und wir zeigen unsere Verbundenheit. Und dass das die Behörden so weit gebracht hat, dass sie eingegriffen haben gegen Spaziergänge, sowas gab es ja noch gar nicht. Das sind Zeiterscheinungen, die sind vollkommen wirr, aber sie sind da. Und das zeigt, dass das alte Denken, dass man die Leute, wenn sie anfangen, sich zusammenzutun in Liebe, dass die so stark sind, dass die da oben Angst bekommen. Und das gilt eben auch für die technologische Entwicklung. Wenn wir da nicht alles mitmachen und nicht in jeden Schaltkreis hineingehen, sondern das nutzen und miteinander uns aufklären und unterstützen und Sendungen machen und Bücher schreiben und uns gegenseitig Informationen, es ist ein Informationszeitalter, Informationen zuspielen und uns unterrichten und helfen und erkennen,
dann können wir diese Energien auch mit der technologischen Möglichkeit sensationell nutzen. Und das Herz der vielen ist immer stärker als die dunkle Energie. Aber es, um so eine Umwandlung zu schaffen, es braucht einen Schritt, nicht einfach vom Verhalten verändern und jetzt machen wir und wir gehen in die Liebe oder keine Ahnung, sondern es braucht einen Schritt vom Kernwerten und Ethik, aber auch Werten, Kernglauben und Werten mal selber zu forschen und spüren. Ja? Und die sind jetzt in der Zeit, wo es im Einklang kommt mit einer größeren Intelligenz. Eine kosmische Intelligenz, eine Erdintelligenz, eine Wir-Intelligenz. Ja? Und wir lernen eben die Kreativität so umzuwandeln und fokussieren durch Technologie, dass es diese Gesetze benutzt, nicht ausnützt. Mhm. Fantastisch. Ja. Mhm. Das ist ja auch das, haben wir auch in der Medizin, dieses Zusammenspiel jetzt von Technologien, die man wirklich früher gesehen hat, wenn man genau die Kraft genutzt hat von der Natur und eine Technologie, die dann, ich sag jetzt mal, freie Energie vollbringen kann, dass die verschwunden ist. So schnell konnte man gar nicht gucken. Man hatte auch keinen Zugriff mehr drauf. Und jetzt merkt man, diese Technologien ploppen auf, die schaffen es gar nicht mehr, die irgendwie unten zu halten. Und auch selbst wenn Konzerne oder Unternehmen, die eben diese Technologie entwickeln wollen, immer noch versucht werden zu unterwandern durch manipulative Geschäftsführer. Das fliegt schneller auf. Die können nicht mehr in dieser Kraft da drin agieren. Das ist das Thema der Geschwindigkeit. Mhm. Ja, und vielleicht wisst ihr noch die arabische Revolution, als das losging. Da war der Arafat war dran, ja. Und der hat damals noch gemeint, man könnte die Leute über Facebook dadurch stoppen, dass man Facebook sperrt. Und das ist ja weit über, weil das wurde durch Facebook ja initiiert, das Ganze, die Revolution damals, weil die Leute anfingen, sich ganz schnell zu vernetzen. Und das ist etwas, was die sogenannten Obrigkeiten unterschätzen, auch jetzt, dass es so viele Möglichkeiten unterdessen gibt, dass wir uns so schnell vernetzen können, über die bisherigen gewohnten Möglichkeiten hinaus. Man kann das Geistige nicht erschießen, man kann das Geistige nicht einsperren oder ausschalten. Und das ist diese Energie des Wassermännischen, der Geist, ja, das ist die Schwingung, die stärker wird. Das Geistige in uns fängt an zu erwachen, zu schwingen. Und wenn wir das umsetzen, praktisch umsetzen, dann sehen wir beide Seiten. Das eine ist das Manipulative, was immer da ist und auch da war. Und das andere ist, was du eben so schön das Wort ins Feld gebracht hast, das ist die Ethik. Hm. Ja, weil der Geist und das Herz zusammen fühlen, dass wir jetzt an einen Punkt kommen, wo so vieles machbar ist in Sachen Manipulation auch des Menschen, auch wenn wir jetzt allein schon das Thema Mensch und Maschine denken, ja, mit dem Chip im Kopf, das ist ja alles schon, am Wirken, dass wir jetzt an einen Punkt kommen, wo das Thema der Ethik neu diskutiert werden muss. Und da spreche ich nicht nur von einer Ethikkommission, die auch noch vielleicht irgendwie bezahlt wird von gewissen Interessensgruppen, sondern von einer Ethik in uns. Wie weit dürfen wir gehen? Wenn wir heute Menschen klonen können, wenn wir heute mit den Technologien so viel Fake News erstellen können, dass wir Stimme und Gesicht von jemandem so zusammenbringen, dass man denkt, das ist wirklich der Mensch. Also das Einzige, was dann in diesem ganzen Prozess jetzt wirklich uns einen Anker gibt, das ist die innere Stimme. Ja, dass wir fühlen lernen, ist das Wahrheit oder ist es Lüge? Und die Versicherung, die innere Stimme und die innere Intuition ist die Versicherung durch unsichere Zeiten. Ja. Es ist der Code der Resilienz, aber es sagt uns, wo sollen wir sein, wann und mit welchen Impulse. Ja? Es bringt uns in Flow durch gefährliche Zeiten. Mhm. Gefährlich? Warum gefährlich? Turbulent. Gefährlich, weil es passiert nicht nur Schmerz, sondern Leid in einen Kollaps. Wenn ein System kippt und kollabiert und nur ein Teil des Systems kann mit dem umgehen und der andere nicht, dann ist passiert eine Wachstumsschmerz, ja, aber dann auch ein Leid, ein Festhalten an das Alte, was war. Und durch dieses Leid, die Gefahr ist, eben, dass noch mehr und mehr und mehr Systeme kollabieren,
Und es benötigt wahnsinnig viel Energie, um den Krisis umzuwandeln in Form von etwas Positives, Produktives und nicht nur destruktiv. Wollen wir Herausforderung nehmen? Ja. Herausfordernde Zeiten, also das auf jeden Fall. Ja. Gefährlich kommt ja auch mal von Gefahr und Gefahr ist ja ein Instinkt von uns. Da renne ich weg, wenn Feuer ist. Ja, das ist ja da. Aber herausfordernd heißt, wir können es schaffen, wir können es meistern. Ja. Ja, und jeder Zusammenbruch birgt immer in sich ja bereits schon das Neue. Und das ist das Wichtige aus meiner Perspektive, wenn wir wissen, die Systeme, wie du auch sagst, fangen an zu kollabieren. Oder wie du es ja auch merkst, du kommst als Wassermannfrau jetzt in den Bereich der Medizin herein und fängst an, auf deine Art das Ganze zu revolutionieren, weil du grandiose Ideen hast, weil du dich hingezogen fühlst zu Themen, die dir Freude machen und dadurch neue Aspekte reinbringst. Wenn etwas sich verändert, dann muss das Alte sterben. Und es ist ja schon gestorben. Wer hat das mal gesagt? Ich glaube, Eckhart Tolle, gell? Das Neue ist schon längst da, das Alte macht nur sehr viel Lärm beim Sterben. Und es ist unsere Aufgabe in dieser Zeit, jetzt den Fokus auf das Neue zu setzen und nicht auf das Sterbende. Und das können wir sehr schnell, und das ist das Grandiose in dieser Zeit, sehr schnell verbreiten untereinander, dass wir mit positiven Botschaften kommen, dass wir mit dem Leuchtenden kommen, dass wir mit dem, was geboren werden möchte, kommen, nämlich die Gemeinschaft, die Herzensfrequenz, ja, das Schöne in uns und vor allem die Kreativität und die geistige Freiheit. Das sind unglaublich viele Aspekte, die neu in unsere Welt kommen. Das ist die Aufklärungsarbeit, die wir machen müssen. Und auch wenn man sich die jüngere Generation, von denen du sprachst, anguckt, ne? Die jungen Menschen, gerade so, man sagt, diese neue Zeit wird ja auch zwischen den Jugendlichen oder jungen Menschen zwischen 20 und 30, 25 so angeregt. Und das sehe ich auch. Also wie viele kommen in dieser Altersgruppe in unsere Sprechstunde schon mit einem ganz anderen Bewusstsein? Oder die Kinder, die jetzt geboren werden, was die für eine bedingungslose Liebe schon in sich tragen, wie die teilen, wie die nicht mal mehr gucken. Ich will aber der Erste sein. Das ist wirklich Wahnsinn, was für weise, reife, bewusste Seelen jetzt hier geboren werden. Ja, ist unbedingt, ich bin genau der Meinung, und es ist unvorstellbar, was diese zukünftigen Generationen erschaffen können, co-erschaffen können. Und zugleich habe ich die Erfahrung erlebt in Kriegsgebieten, mit Flüchtlingen, durch meine Doktorarbeit mit der Bearbeitung von intergenerational Trauma bei Aboriginal Männern, dass die Kinder, die geboren sind, tragen einen riesigen Rucksack mit sich auch mit. Manchmal von mehreren Generationen vom Trauma mit sich mit. So ein Teil, die Erwachungsprozess und diese neue Welt ist erst auch die Heilung, die Abarbeitung, die Klärungsarbeit, was du nennst, von was war. Ja? Mhm. Ein wichtiger Schritt, der oft übersehen wird, aber es hat einen Einfluss. Und es ist auch wichtig, dass genau diese jungen Menschen, dass sie den Älteren zeigen, lasst los. Öffnet euch, denn die halten ja noch fest an diesen alten Strukturen. Die sitzen abends vor dem Fernseher, 20 Uhr Tagesschau. Ne? Wir dürfen es ihnen vorleben. Das ist immer so mein Wunsch, den Menschen wirklich das vorzuleben und zu zeigen, es ist jetzt ja, die Zeit gekommen. Ja, aber auch als Arzt zu sagen, ich halte mich nicht mehr an Strukturen, an Leitlinien. Ich sehe den ganzen Menschen und ich nehme mir die Freiheit raus, mit Aurachirurgie zu arbeiten oder mit Frequenzen. Also auf genau dieses Portfolio zurückzugreifen, sich diese Freiheit zu nehmen. Das ist gut und das ist auch schön und ich glaube, es machen auch ganz viele in ihrem Sprechzimmer. Aber man muss dennoch, ist die Zeit noch nicht so reif, dass es anerkannt ist. Also du hast immer noch die Behörden auch wirklich im Nacken und musst genau gucken, gerade wenn man eine andere Medizin betreibt. Aber auch da werden die Fesseln sich sprengen, weil sie merken, es werden mehr. Es werden mehr und auch jetzt. Ich hatte jetzt auch mit einer Ärztin gesprochen, die eine Ausbildung zur Heilerin gemacht hat. Und dann hieß es, sie darf aber nicht in ihrer Arztpraxis heilen. Sie muss einen eigenen Raum dafür nehmen. Sagt, das ist kein Problem, dann lasse ich den Arztberuf jetzt. Ja. Dann gehe ich aus diesem System raus. Oder die Patienten wechseln einfach dann die Ärzte, ja? Ja. Übrigens, in früheren Jahren in der Antike sowieso, also alle Ärzte waren auch Astrologen.
Man kennt ja auch den Hippokratischen Eid. Was du eben gesagt hattest mit den, wir lassen die Strukturen weg, muss ich gerade noch etwas korrigieren, weil jeder Fortschritt braucht Struktur. Also das ist rein symbolisch, Uranus und Saturn, das geht gar nicht anders. Wir brauchen Fortschritt. Wenn Fortschritt hereinkommt, wenn sich etwas ändert, ändern sich auch die Strukturen. Wir können nicht einfach sagen, wir machen das nicht. Mhm. Und das ist ja genau das, was jetzt im Übergang passiert, gell? Wenn dann halt die Gesetze halt noch so und so sind, kann man sagen, okay, ich finde die Gesetzeslücke zum Beispiel, oder ich mache was Eigenes, oder, und das ist eben diese neue Zeit, ich verbinde mich mit Gleichgesinnten. Und das ist etwas, was jetzt zunimmt, dass man sagt, okay, ich lasse mich nicht mehr einschränken, weil diese Struktur, dieses Korsett ist mir wirklich zu eng, lässt mich nicht atmen in meine Kreativität. Kreativität braucht Raum. Und so finden sich in dieser wassermännischen Zeit jetzt die Gleichgesinnten. Kann ich die Strukturen auch nochmal differenzieren, indem ich sage, es gab eine Zeit jetzt der destruktiven Struktur gegen den Menschen und jetzt kommt eine für den Menschen? Es liegt daran, wie wir das machen, wie wir das gestalten. Also wenn sich unsere Herzen öffnen, dann selbstverständlich bauen wir ganz klare neue Strukturen für das Wohl des Ganzen. Und das ist der wassermannische Geist, ja, das Ganzheitliche im Auge zu behalten und es zu manifestieren, ja. Wenn ich mir jetzt unsere Gesellschaft angucke, haben wir ja gerade die Phase der Spaltung. Wir sehen ein extremes Projekt wie zum Beispiel NEOM, wie 170 Kilometer eine technische Stadt großgezogen wird, wie mitten in der Wüste. Und dann haben wir auf der anderen Seite wirklich die Menschen, die wieder im Einklang mit der Natur und guten Technologien sich verbinden. Gibt es eine Zeit, wo das parallel laufen wird und wir dann irgendwie ein... Irgendwo fällt es dann in eine Richtung? Also wir bauen ja parallele Gesellschaften. Mhm. Und die sind meistens nicht laut. Mhm. Die finden sich. Mhm. Aber diese Zeit der Spaltung, das gab es immer wieder, das sind ja immer wieder Wellen. Und du hattest vorhin die Phase von vor 500 Jahren angesprochen. Also da müssen wir auch mal hinschauen, was damals alles los war. Wie sich da auch der Geist gespaltet hat. Da waren ja Kirche und Staat waren ja eins. Ja, und dann kam Kopernikus und sagt, Moment mal, das Weltbild ist ein anderes. Ja, es ist nicht die Erde im Zentrum, sondern die Sonne. Und überhaupt solche Menschen, die für Visionen dann auf den Scheiterhaufen gesetzt wurden und öffentlich beklatscht wurden. Das war also Spaltung hoch 10. Heute machen wir das über den Internetpranger anders. Mhm. Aber es ist das Spannende ist, und deswegen ist das Wassermann, diese Wassermann-Energie ja so schön, dass die jetzt auch ins Bewusstsein der vielen kommt, dass wir erkennen, wir können Strukturen bauen, parallel, ja, in Parallelgesellschaften. Wir sind nicht mehr abhängig von einer Form. Deswegen beispielsweise das Internet ist auch nicht mehr nur, dass es ein Internet gibt, es wird ganz viele Netze geben. Ja, und die Technologien so zu nutzen, dass wir sie nutzen. Im Dienste der Natur. Und Übergänge sind immer anspruchsvoll. Sieht man das in den indigenen Prophezeiungen auch, dieses extrem Technische, wo der Mensch an die Maschine gekoppelt werden soll? Oder die andere Seite? Oder wie sieht man das da? Von den Prophezeiungen, die ich kenne, es gibt eher eine Rückkehr an das Einfache. Es heißt nicht unbedingt eine Technologie. Fortschritt heißt mehr Technologie, mehr. Es heißt gezielt, aber eine Rückkehr mit den natürlichen Rhythmen der Natur ist, was prophezeit wird. Du redest eben von Parallelgesellschaften, fällt mir gut. Du redest von neuen Generationen, die entstehen. Und ich sehe, die Verbindung hier zwischen die zwei ist die Visionären, die geboren sind, die erwachen sind, die Pionieren, die einen riesigen Einfluss haben wird auf diese Tsunami, die wir reiten. Ja? Und so, die Visionären helfen uns zu sehen, was aktive Hoffnung ist. Und es ist nicht ein Gefühl, ein Wunschdenken, eine aktive Hoffnung wird kultiviert, es wird kanalisiert nach vorne. Ja? Und es ermächtigt im selben Prozess, aber aus wir, nicht Einzelnen. Deswegen sage ich immer, die jungen Menschen ziehen uns in ihre Zukunft. Sie ziehen uns in ihre Zukunft. Ja, allein dadurch, dass jetzt im Moment gar keine Ausbildungsplätze mehr besetzt werden, weil
sich kein Mensch für diese bisherigen Berufe mehr interessiert. Oder wenige. Ja. Mhm. Und auch viele nicht zur Verfügung stehen. Da passieren ganz, ganz starke Themen, die auch diejenigen, die im Moment in Führungsposition sind, umdenken müssen. Und das ist eben diese neue Generation, die uns dorthin ziehen wird, automatisch, als ein Aspekt des Ganzen. Ja. Ja, und auch die Unternehmen, die jetzt insofern umdenken, dass sie dann sagen, ja, okay, wir bieten euch eine 4-Tage-Woche Urlaub. Ihr könnt, ist so nach dem Motto, ihr kriegt alles, Hauptsache es kommt noch mal jemand. Ja, also da werden ja auch alle Register gezogen bei einigen Ausbildungsberufen jetzt, wo man sagt, ja, aber es scheint trotzdem nicht zu funktionieren. Weil neue Berufe entstehen. Mhm. Ich habe, das ist schon manche Jahre her, ich hatte damals noch Beratung gegeben, ich gebe unterdessen nicht mehr, aber da kamen auch jüngere Menschen zu mir und die jüngste Kandidatin war 11 für eine astrologische Beratung, natürlich mit der Mama, und setzte sich einfach so vor mich hin und sagte, Sönke, erzähl mir mal meinen Plan. Ja, dann haben wir darüber gesprochen und waren sehr schnell in einem Bereich der Kunst und so weiter und sagte, ja, ich wollte das, alles gut, stimmt, ich wollte das nur mal kurz noch abrufen. Mhm. Und das war so eine Zeit, wo ich dachte, hoppla, jetzt fängt auch im Bewusstsein der jungen Menschen fängt was ganz anderes an. Man kann nicht mehr mit den alten, auch wir in der Beratung, können nicht mehr mit den alten Tools kommen, ja. Mhm. Noch 40 Jahre aufs Kissen schlagen für deine Therapie, ist nicht mehr. Die kommen mit einem ganz anderen Ansatz, anderem Bewusstsein und das macht ja auch was mit uns. In allen Lebensbereichen, auch in der Politik, auch in der Wirtschaft, ja, ganz stark in der Medizin natürlich und insbesondere die Rückverbindung wieder zur Natur, das ist so deutlich erkennbar. Und ich finde auch, wenn ich so in meinem Umfeld gucke und in den Patienten gucke, die Menschen sehen sich jetzt so danach, ihrer Lebensaufgabe, ihrer Seelenaufgabe nachzugehen. Mhm. Wofür bin ich eigentlich hier? Mhm. Und diese ganze DDR-Zeit, du musst arbeiten, du musst leisten und das Geld muss reinkommen und so. Das ist vorbei. Das ist vorbei. Und so müssen alle umdenken und sich anpassen. Ja. Man kann auch sagen, wir sind kollektiv müde. Müde vom Leisten müssen. Mhm. Leistungsgesellschaft, 6000 Jahre. Und ich habe einen ganz guten Draht zur geistigen Welt und das heißt dort immer in der geistigen Welt, es wird keinen Zusammenbruch geben. Und das finde ich immer sehr, sehr schön, weil dieser Übergang scheint, nimmt jetzt Geschwindigkeit auf. Also das ist die Geschwindigkeit, Thema Zeit. Ja? Es geht alles plötzlich so schnell. Und diese Geschwindigkeit ist etwas, dessen müssen wir uns sehr bewusst sein, weil wenn wir etwas materialisieren wollen, wenn wir einen Gedanken pflegen und den auch noch mit Gefühle aufladen, dann kann sich das wie ein Schmetterlingseffekt ganz schnell manifestieren. Das ist neue Zeit, weil es durch alles hindurch geht und viele Menschen mit den Synapsen, wie wir vernetzt sind, sofort den Ball aufnehmen und dann kommt plötzlich von da was, von da was, von da was und schon hast du ein Wollknäuel von Informationen. Und das ist das, was ich auch bei den neuen Generationen beobachte. Sie sind sehr achtsam mit ihren Postings zum Beispiel, weil die wissen ganz genau, wenn ich das jetzt abschicke, dann gibt das entweder einen riesen Shitstorm oder es gibt Zuspruch, weil so viele Menschen unterdessen jetzt vernetzt sind, also nicht technologisch, sondern geistig vernetzt sind, dass der Response sofort da ist. Und das ist was Faszinierendes, was jetzt losbricht. Deswegen dieser Aspekt Zeit und der Wandel und das, was so schnell geht, wenn dort eine Katastrophe sich anbahnt, sind dort gleich wieder andere Gruppen, die das ausgleichen können. Deswegen dieser Übergang wird keine Katastrophe sein. Ich denke nicht, dass es um den Untergang von Atlantis nochmal geht jetzt, sondern es geht wirklich um ganz neue Formen dessen, was wir auch den Weltraum übrigens, haben wir noch gar nicht von gesprochen, den wir auch hinzuziehen mit Ressourcen auf anderen Planeten. Das läuft ja alles bereits. Mhm. Ja, und dass Raumschiffe gebaut werden, die mit Antrieben, mit ganz besonderer Energie oder freier Energie oder auch Kernenergie überhaupt auf andere Planeten kommen können. Das ist ja alles jetzt im Bewusstsein der Menschen drin. Das wird auch der nächste Schritt sein. So dehnen wir uns auch aus in den Weltraum hinaus. Also das Wassermann-Zeitalter, nennen wir es mal Wassermann-Epoche, die jetzt angebrochen ist, mit Dimensionen, die unser kleiner Erbsenverstand, sage ich ihm immer, sich so gar nicht vorstellen kann, aber die jetzt da sind und immer mehr werden, durch die Menschen, die sich vernetzen und die auch kein Interesse daran haben, dass es hier zur Katastrophe wird, sondern die lustvoll kreativ sagen, hey,
hast du schon davon gehört? Oder schau mal hier oder lass uns mal das zusammen machen. Und ich denke, das Wichtigste ist, dass wir neugierig bleiben und uns vernetzen. Schön. Vielen Dank. Gibt es von deiner Seite aus noch was, was du den Menschen noch so mit auf den Weg geben möchtest in der Zeit? Life is a big jam session. Also das darf die spontane Entfaltung, die entsteht durch uns, durch diese kreativen Synergien. Jetzt ist die Zeit für das, oder? Und die Visionären eben sagen, was wir entfalten durch mich. Nicht nur, was ist mein Plan, was ist mein Beruf, was ist meine. Was wird durch mich durchkommen? Und das ist die Zeit, wo es entfaltet wunderbare Sachen, die gleichzeitig den Halt werden, so zu sehen. Ja, aber wir sind die Zeit der aktiven Hoffnung. Ja. Danke. Schön. Friederike? Oh, ich glaube, ich habe da nichts mehr hinzuzufügen. Ich finde es einfach ganz wichtig, dass die Menschen achtsam sind, auch in dieser Zeit, dass sie bei sich zentriert in der Mitte sind und dass sie vor allem ihr Ego mal ein Stück weit zurückstellen und für alle denken. Ich finde dich so schön symbolisch für die Wassermannzeit der neuen Ärzte, dieses den Patienten sehen, alle Tools nutzen, die zur Verfügung stehen und sich auch zu befreien von diesen engen Strukturen. Also vielen Dank euch, dass ihr da wart und die Menschen so wertvoll begleitet in diesen Prozessen und auf dem Weg. Und bis bald hoffentlich. Liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten auch einiges von diesem Zauber für Ihr Herz, für Ihre Seele nach Hause mitnehmen und freue mich immer wieder, wenn Sie zuschauen. Ich wünsche Ihnen eine wundervolle Zeit. Bis bald. Tschüss.